Die Gewinnschwelle ist der Punkt, an dem Erlös und Kosten einer Produktion gleich hoch sind. Das heißt, es wird weder Verlust noch Gewinn gemacht. Produziert man mehr als diese Menge, ist man in der Gewinnzone. Produziert man weniger als diese Menge, macht man Verlust. Die lineare Kostenfunktion setzt sich zusammen aus den gesamten Fixkosten plus den gesamten variablen Kosten. Die gesamten variablen Kosten setzen sich zusammen aus den variablen Stückkosten mal der Menge. Beides Mal bekomme ich die Gesamtkosten. Schauen wir uns zuerst die fixen Kosten an. Die fixen Kosten werden grafisch als horizontale Linie dargestellt. Sie sind unabhängig von der Menge. Egal, ob produziert wird oder nicht, 1, 2, 10, 15 Stück hergestellt werden, sie sind immer gleich hoch. Ein Beispiel dafür ist eine Miete für eine Halle. Wenn ich hierfür 300 Euro im Monat bezahle, dann zahle ich die, ob ich da drin 5 oder 10 Stück herstelle. Ist die Miete, also die Fixkosten, höher, verschiebt sich diese Linie horizontal nach oben. Ist die Miete günstiger, verschiebt sich diese Linie nach unten. Neben den fixen Kosten gibt es auch noch variable Kosten. Die sind nun mengenabhängig, das heißt, pro Stück fällt ein gewisser Betrag an. Sollte es eine lineare Kostenfunktion sein, dann ist dieser Verlauf proportional, das heißt, pro Stück kommt ein bestimmter Kostenanteil dazu. Das heißt, produziere ich nichts, habe ich keine Kosten und umso mehr ich produziere, umso mehr Kosten habe ich. Sollten die Rohstoffe teurer werden, mit denen ich das Produkt herstelle, dann wird diese Linie steiler verlaufen, allerdings immer noch durch den Nullpunkt. Nämlich auch hier, wenn ich nichts produziere, fallen die Preise nicht an, wenn ich produziere, fallen sie an, also mengenabhängig. Dementsprechend kann ich mir jetzt die Gesamtkostenfunktion ansehen. Sie bildet sich aus den fixen Kosten und aus den variablen Kosten. Diese variablen Kosten werden parallel verschoben, bis sie die fixen Kosten schneiden. Und dann habe ich hier das rot eingezeichnete, die Gesamtkosten. So stellen sich die Kosten dar in einer linearen Kostenfunktion. Die Definition sagte allerdings, es ist der Punkt, in dem Kosten gleich Erlösen sind. Also benötige ich noch die Erlösfunktion. Bei den Erlösen ist es so, verkaufe ich nichts, habe ich keine Einnahme. Verkaufe ich ein Stück, bekomme ich den Verkaufspreis. Ein zweites Stück, den weiteren Verkaufspreis hinzu. Auch hier wieder gehen wir von einer Linearität aus, also von einem gleichbleibenden Preis pro Stück. Und dann bekomme ich diese Erlösfunktion. Und wie in der Definition angegeben, suchen wir jetzt diesen Punkt, in dem
Erlösfunktion und Kostenfunktion gleich sind. Und dieser Punkt wird Break-Even Point genannt und ist der Schnittpunkt von Kostenfunktion und Erlösfunktion. Oder mathematisch ausgedrückt auch K gleich E.